Zuschauer, herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe von BC Pirates. Hallo liebe Leute, hier ist Markus und wir kochen also Auflauf mit Kartoffeln und Hackfleisch und Kohlrabi. Genau, es gibt heute einen Kohlrabi-Auflauf und das Ganze läuft unter dem Motto Kinderleicht. Das haben wir ja schon mal ein Video gemacht und was wir so an Zutaten brauchen, das seht ihr jetzt. Ja, hier haben wir die Zutaten und der Markus erklärt euch mal, was da alles reinkommt in den Auflauf. Also, das Kohlrabi, Hackfleisch, Kartoffeln, Pfeffer und Salz, dieser Weißwein, Sahne, Gouda-Käse, Hackfleisch. Hast du schon. Ach so. Ja. Also Zwiebeln und Knobi und Zucker und dann noch Oregano. Nee, Muskat war das, Markus. Muskat, ich hab vergessen. Was hat man mit den Kartoffeln und Kohlrabi schon gemacht vorher? Klein geschnippelt in so kleinen Würfels. Genau. So schnipp, schnipp, schnipp. Warum habe ich das gemacht? Weil du da ansonsten in die... Was denn nicht? Ja, was machst denn du, wenn du die schneiden müsstest? Dann hackst du dir in die Finger. Gell? Deshalb macht das der Papa. Ja, dann säge ich mir einfach nur so die Finger ab und dann kann ich... Dann habe ich nur vier Hände wie die Simpsons. Ja, wir sind Simpsons, gell? Ich bin ein Homer, gell? So, und dem Weißwein, ist das schlimm? Darf ein Kinder, könnt ihr Wein trinken schon? Mm-mm. Nein, da wirst du und nämlich... Und außerdem wird man dann schwindlig. Schwindlig, genau. Aber der Wein ist kein Problem, weil, was machen wir mit dem Wein? Der kommt in die... Der kommt gekocht und dann wird er tot. Ja, tot ist er nicht, also der Alkohol geht raus. Wie dort. Ja, so ungefähr. So. Dort geht dann dieses Blauwein oder so raus. Genau. Der Papa räumt mal ein bisschen auf die Seite schon mal. Die Zwiebeln und Knoblauchzehe, die schneide ich noch. Ja? Und währenddessen kannst du hier gleich eine Pfanne schon mal draufstellen. Ja? Ich muss mal nur ein bisschen Luft atmen. Ein bisschen Luft atmen, du Schauspieler. Ich kann nicht eben so viel. Da drauf. Genau, und dann machst du mal die Pfanne hier neben, kannst die einstellen. Guck, ja, da drückst du mal drauf. So, das ist jetzt 5. Dann machst du jetzt aber mal auf eine 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist eine 8. 4. Hä, wieso ist hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dauert noch ein bisschen. Markus findet irgendwann die 8 auf unserem Herd. Markus, die ist da drüben. Da? Ja, drück da einfach weiter hinten. Ja, ganz hinten nicht. Das ist jetzt zu viel. Ja? So, jetzt haben wir 7,5. Geht auch. Und jetzt? Jetzt gehst du hin und machst das Hackfleisch in kleinen Stücken da in die Pfanne rein. Wie denn? Indem du die Finger nimmst, machst du immer ein bisschen was ab und machst da rein in die Pfanne. Hast du ja neben ein Handtuch, wo du die Hände näher sauber machen kannst. So, der Papa schneidet schon mal die Zwiebeln. Aber lass bloß kein Stück hier reinfliegen, sonst, oder auf den Teller, sonst werden meine Augen wieder so nervös. Ach so, nervös werden die? Die werden dann nur so ein bisschen brennlich. Brennlich. Du meinst deine Augen, deine Augen brennen dann? Die brennen dann nur, die sind dann so, als brennen die, dann brennt es dann in meinen Augen. Auf dem war ich jetzt auf, ich war jetzt auch versehen auf ein. So, Papa macht die Zwiebeln schon mal dabei. Jetzt werden die gekocht. Ja, was macht die Pfanne? Tut die kochen, oder? Wie nennt man das andere in der Pfanne? Das ist? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Das ist Braten. Hm? Aber schneid auch noch den Knoblauch. Magst du Knoblauch? Ja. Ja, schmeckt der gut? Ja. Ja, Leute, also Markus und ich, wir zeigen euch jetzt, wie ihr einen wundertollen, schönen Auflauf machen könnt. Ihr seht, alles mit frischen Produkten, wirklich kinderleicht. Natürlich ein bisschen Vorarbeit ist notwendig, das heißt, wir haben vorher natürlich die Kohlrabi geschält, den Strunk unten abgelöst und haben das in Würfel geschnitten. Ihr könnt auch in Scheiben, das geht auch. Wir haben uns heute mal für Würfel entschieden. Auch hier, man kann die Kartoffeln, Kohlrabi, wenn man möchte, schon mal ein bisschen vorgaren, das haben wir uns gespart. Wie zum Beispiel so... kleinen Scheiben schneiden oder in so die kleineren Scheiben schneiden statt nur in so große. Kann man dann auch schneiden. Markus, guck mal, dass das Hackfleisch auch in die Pfanne kommt. Weil momentan liegt viel nebendran. Keine Sorge. Keine Sorge, okay. So, der Papa wird mal Pfeffer und Salz dran machen. Gib mal den, muss jetzt oben drehen, kräftig, auf.
So, eins, zwei. So, komm, Paul macht den Rest noch. So, das Ganze mit dem Salz. Und der Markus darf nochmal rühren. Was wir natürlich auch machen, immer, wenn wir Pfeffer und Salz dran machen, kommt auch immer eine. Tut die Weiß gedacht für da rein. Aber nicht alles, stopp, mach nur ganz klein bisschen. Fingerbrise rein. So. So, wir bereiten jetzt schon mal die Kohlrabi vor. Da darfst du jetzt den Zucker drüber machen. Und das Muskat auch verteilen. Nein, nicht da rein. Rotiert durcheinander und mach bitte die Kartoffeln noch rein. Kommt alles da rein? Ja, mit Hand. Nein, da rein. Das Ganze? Das da rein, alles da rein. Ja, alles da rein? Ja, alles da rein. So, der Papa tut jetzt salzen. So, schön mit den Fingern drüber verteilen, nicht drüber. Das muss überall drüber. Ja, das ist. So, Leute, hier einfach würzen, so wie ihr Lust und Laune habt. Das heißt, nach Eigendünken. Das Ganze ist ungewürzt, das heißt, da kann schon ein bisschen was dran. So, der Markus kann jetzt seine Hände nehmen, darf das durcheinander machen. Schön durcheinander, von unten auch die Kohlrabi hoch. Ja, richtig schön vermischen. Ja, sonst momentan hast du nur oben Kartoffeln. Das heißt, die Kartoffeln müssen nach unten und bitte pass auf, dass es in der Schale bleibt. Genau. Ja, weil durch das Durcheinander machen und das Durchkneten, wenn nicht nur drüber streichen, schön unten hochholen. Man muss, wenn du so reingehst, guckst so, aber so geht's hoch. Ja? Weil dadurch erreichen wir jetzt Folgendes, dass sich die Gewürze, das heißt Pfeffer, Salz und auch das Muskat ein bisschen verteilt, noch der Zucker. Und es beginnt auch schon durch die Verteilung, also durch Pfeffer und Zucker, eine Osmose am Gemüse. Das heißt, das Wasser, sieht man jetzt schon, wird schon ein bisschen rausgezogen. Das ist wie schon so ein Beginn eines Garprozesses. Der Markus macht schon mal eine Live-Verkostung. Dann nehmen wir die Pfanne und jetzt kommt das Hackfleisch noch über das Gemüse. Der Markus darf den Löffel nehmen, darf es langsam rauskratzen. So, jetzt kann der Markus noch ein bisschen Sahne und erst den Weißwein drüber geben. Dann mache ich den Weißwein zuerst. Brauchst du noch nicht ganz, einfach so ein bisschen drüber verteilen. Ja. Die ganze? Ja. Ja, nicht so. Kann auch ein bisschen rein. Ja, auf der anderen Seite warst du noch nicht. Guck mal, dass du überall drüber gehst, wo du noch nicht warst. Wir wollen es aber im Topf. Sehr gut. Ihr merkt, wenn man mit Kindern kocht, Kollateralschäden sind immer inbegriffen. Aber es gibt zum Glück Putzlappen. Mamis, die das freut. So, reib mal wenigstens ein bisschen die Ablage sauber. Genau. So, jetzt machen wir den Käse noch drüber. Und beim Käse, Leute, kann man eigentlich nie zu viel haben. Ja. Oder Markus, magst du Käse? Besonders Parmesan-Käse. Ja, und das ist aber was für ein Käse? Gouda. Ein Gouda, gell? Weißt du, wo der Gouda herkommt? Mm-mm. Aus Holland. Ich glaube aus Afrika. Nee, aus Holland. Afrika. Nein, Holland, immer noch. So. Also ich helfe dem Markus mal, weil ihr seht, es landet weniger auf dem Auflauf und viel mehr schon direkt im Mund. Der Auflauf, der ist jetzt fertig. Markus, was machen wir mit dem Auflauf denn jetzt? Kochen! Nein, kochen nicht. Wir tun den in den Backofen. Ja? Und zwar bei 180 Grad, circa 30 Minuten, so 20 bis 30 Minuten. Das müsst ihr einfach mal ein bisschen austesten. Ihr müsst einfach bedenken, die Kohlrabis sind nicht vorgegart. Oder falls ihr gar keine Uhr in den Ofen habt und den Backofen, macht auch einfach nur so eine andere Uhr und so. Dann könnt ihr die Zeit wissen. Dann wisst ihr die Zeit, genau. Also guckt einfach auf die Uhr oder stellt euren Backofen natürlich ein. Wir schieben das jetzt in den Backofen und dann sehen wir uns wieder, also ihr als Zuschauer und der Markus und meine Wenigkeit, wenn der Auflauf auf dem Ofen ist und wir den erstmal probieren können. Mhm. Gell? So, packen wir in den Ofen. So. Mhm. Da sind wir wieder, der Thilo und Markus im Vollformat. Markus, sind wir fertig mit dem Kochen? Ja, und jetzt will der Markus mal probieren. So. Ja, Papa hilft dir. Also Käse möchtest du, glaube ich, oder Fleisch, gell?
Guck mal. So, Papa, probier da mal. Alles schön weich geworden. Fleisch und Käse ist lustig. Lecker. 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 Markus sagt lecker. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal. Thilo und Markus von BC Pirates. Ciao. Ciao.